Vor kurzem hat mir eine Studentin eine clevere Frage gestellt. Und nachdem ich sie hoffentlich halbwegs zufriedenstellend beantwortet hatte, fiel mir auf, dass ich, obwohl sich wahrscheinlich viele Menschen zumindest eine ähnliche Frage schon einmal gestellt haben, dazu noch nie ein Video gemacht habe. Oder ich bin schon so verkalkt, dass ich es vergessen habe. Weil gerade Ostern ist, hole ich das nun jedenfalls nach. In vereinfachter Form könnte man die Frage so formulieren: Warum kann man nicht durch Null teilen? Hat das irgendwer mal verboten und alle halten sich aus Gesetzestreue oder blinder Gefolgschaft daran? Muss es erst eine Revolution geben, die der Null die gleichen Rechte wie allen anderen Zahlen erstreitet? Wartet die Mathematik auf eine zündende Idee, damit man endlich auch durch Null dividieren kann? Die Antwort ist wesentlich banaler und das möchte ich heute erklären. Wir werden sehen, dass man sich dabei zwangsläufig fragen muss, was Zahlen eigentlich sind, beziehungsweise was wir von ihnen wollen. Vorweg aber eine Bitte. Aufgrund diverser Erfahrungen aus der Vergangenheit bin ich mir sicher, dass ein paar Menschen dieses Video schauen werden, die eine Theorie in der Schublade haben, die das Problem, das eigentlich gar keins ist, auf geniale Art und Weise löst. Sie haben eine ganz neue Mathematik entwickelt, in der alles viel besser ist, weil man durch Null teilen kann. Aber die dickköpfigen Mathematikerinnen und Mathematiker wollen davon nichts wissen. Die schlechte Nachricht, ich bin auch so ein sturer Quadratschädel. Wenn Sie so eine Theorie entwickelt haben, dann schicken Sie Ihre wunderbaren Ideen bitte nicht mir. Sie würden nur im digitalen oder analogen Papierkorb landen und bestenfalls erhalten Sie von mir eine Standardantwort. Außerdem hat sehr wahrscheinlich vor Ihnen schon jemand ähnliche Ideen gehabt. Ein Beispiel dafür finden Sie, wenn Sie die unten eingeblendete URL in Ihren Browser eintippen. Wenn ich aber schon mal dabei bin, dann hier auch noch meine neue Standardfolie mit zwei kurzen Informationen. In der Beschreibung unter dem Video sind ergänzende Hinweise zu finden, weiterführende Links sowie Korrekturen von Fehlern, die mir oder anderen bereits aufgefallen sind. Und die angezeigte URL, die man ebenfalls in der Beschreibung findet, führt zu einer sortierten Liste aller Videos des Kanals. Nun aber zur Frage vom Anfang. Oder zu den Fragen. Bevor wir zu der Frage kommen, die dem Video den Titel gegeben hat, möchte ich halbwegs gründlich vorgehen und wende mich deshalb zunächst drei anderen Fragen zu, die man nach meiner Ansicht vorab klären muss. Was sind überhaupt Zahlen? Welche Rolle spielt die Zahl 0? Und was ist mit Division gemeint? Fangen wir mit den Zahlen an. Sie werden in keinem Lehrbuch eine Definition dafür finden, was die Mathematik unter Zahlen versteht. Dafür hat sich die Bedeutung dieses Begriffs inzwischen zu weit ausgedehnt. Noch im 19. Jahrhundert hat man den Begriff der Zahl sehr eng gefasst und Objekte, die heute bereits in der Schule ganz unbefangen Zahlen genannt werden, als Größen bezeichnet und von den Zahlen unterschieden. Teilweise hat man sogar mit philosophischen Argumenten die Existenz gewisser Zahlen angezweifelt. Seit dem 20. Jahrhundert bezeichnet man jedoch auch Objekte als Zahlen, die man sich im 19. Jahrhundert nicht einmal hätte vorstellen können. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Zoo der Zahlen inzwischen aussieht, zeige ich Ihnen eine Grafik, für die ich mich schamlos bei Wikipedia habe inspirieren lassen. Das Rückgrat der Zahlenwelt bilden die natürlichen, ganzen, rationalen, reellen und komplexen Zahlen. Das sind die Zahlen, mit denen auch außerhalb der Mathematik, zum Beispiel in der Physik, der Statistik oder den Ingenieurswissenschaften, ständig gearbeitet wird. Bis man so weit war, hat es sehr lange gedauert. Und es mussten dafür diverse Widerstände überwunden werden. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich habe das an anderer Stelle schon erzählt. Die besagten Zahlenklassen bilden jedenfalls eine Art Kette. Von links nach rechts ist jede in der folgenden enthalten. Man kann die Pfeile so interpretieren, dass man die vorhandene Zahlenwelt jeweils erweitert hat, weil noch etwas gefehlt hat. Im gewissen Sinne sind die komplexen Zahlen der krönende Abschluss eines jahrhundertewährenden Prozesses, der allerdings nicht unbedingt geradlinig chronologisch von links nach rechts verlaufen ist. Je nachdem, womit man sich beschäftigt, kann es jedoch sinnvoll sein, nur einen Teil der Zahlen zu betrachten. Hier als Beispiel die algebraischen Zahlen, die man als Lösungen bestimmter Gleichungen definieren kann. Das sind komplexe Zahlen, aber es sind nicht alle komplexen Zahlen. Das kann man verfeinern, indem man etwa nur die reellen algebraischen Zahlen betrachtet oder indem man die zugelassenen Gleichungen noch weiter einschränkt. Oder man schaut sich die anderen Zahlen an, die reellen oder komplexen, die nicht algebraisch sind oder die reellen, die nicht rational sind. Das sind die sogenannten transzendenten bzw. irrationalen Zahlen. Randbemerkung für fortgeschrittene Zuschauer, ich habe diese drei Mengen etwas heller dargestellt, weil sie im Gegensatz zu den anderen nicht abgeschlossen bezüglich Addition und Multiplikation sind. Beispielsweise
muss die Summe zweier irrationaler Zahlen nicht irrational sein oder das Produkt zweier transzendenter Zahlen nicht transzendent. Obwohl die komplexen Zahlen, wie gesagt, schon so etwas wie das Happy End sind, kann man à la Hollywood noch an Fortsetzungen arbeiten. Ein Beispiel dafür sind die Quaternionen. Man gibt dann die Kommutativität der Multiplikation auf, erhält dafür aber noch mehr Zahlen mit teilweise interessanten Eigenschaften. In der Computergrafik werden Quaternionen zum Beispiel häufig verwendet. Wenn Sie mein Video über Quaternionen gesehen haben, dann wissen Sie, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein muss. Man kann, wenn man zu weiteren Opfern bereit ist, von den Quaternionen zu den Oktonionen fortfahren und von dort zu den Sedenionen. Damit ist man im weiten Feld der sogenannten hyperkomplexen Zahlen angelangt. Da gibt es noch die dualen Zahlen, die die reellen Zahlen erweitern, oder die Koquaternionen, die die komplexen Zahlen erweitern. Oder die Biquaternionen, auf die man über die bikomplexen Zahlen kommt, die man wiederum statt über die komplexen auch über die anormal komplexen Zahlen erreichen kann, die die reellen Zahlen erweitern, etc. Eine ganz andere Sorte von Zahlen, die weiter unten in diesem Baum ansetzt, sind die p-adischen Zahlen, die besonders für die Zahlentheorie wichtig sind. Und es gibt noch die hyperreellen Zahlen, die die reellen Zahlen in Richtung der unendlich kleinen Infinitesimalen erweitern, auf denen die Nicht-Standard-Analysis basiert. Schließlich kann man auch ganz unten ansetzen und mit Methoden der Mengenlehre die natürlichen Zahlen anders als gemeinhin üblich erweitern. Man kommt auf diesem Weg zu den Kardinal- und den Ordinalzahlen. Allerdings spricht man dann, dies wiederum als Information für die fortgeschrittenen Zuschauer, nicht mehr über Mengen, sondern über echte Klassen von Zahlen. Die jüngsten Tierchen in diesem Zoo sind die surrealen Zahlen, die John Conway Ende des 20. Jahrhunderts entdeckte. Die umfassen die Ordinalzahlen, aber auch die hyperreellen Zahlen. Und falls Sie dachten, das sei schon alles, aber nein. Es gibt unabhängig von diesem Baum, aber eng mit den ganzen Zahlen verbandelt, noch die modulare Arithmetik mit ihren Restklassenringen und Restklassenkörpern, aus denen man wiederum Galois-Körper konstruieren kann. Mit einer gewissen Berechtigung kann man auch die Elemente solcher Strukturen als Zahlen bezeichnen. Dieses Bild ist sicher noch nicht vollständig, aber Sie stimmen mir hoffentlich zu, dass man in der aktuellen Mathematik eine sehr liberale Vorstellung davon hat, was Zahlen sind. Natürlich kann ich auf die vielen Tierarten, die hier zu sehen sind, jetzt nicht im Detail eingehen. Es gibt jedoch zu den meisten der heute nur angeteaserten Zahlenklassen ausführliche Videos oder sogar ganze Videoreihen von mir. Links dazu gibt es in der Videobeschreibung. Aber zurück zu unserer Frage, was sind denn nun Zahlen? Wie ich schon sagte, gibt es dafür keine feste Definition, weil es sich nicht um einen mathematischen Fachbegriff wie reelle Zahl oder Gruppe handelt. Ich glaube jedoch, dass die meisten Mathematikerinnen und Mathematiker ein paar Minimalanforderungen dafür im Kopf haben, was sie als Zahlen ansehen und was nicht. Die will ich auf dieser Folie sammeln. Zunächst brauchen wir eine Ansammlung von Objekten, auf die wir uns einigen. Was gerade eine Zahl ist, hängt also immer vom Kontext ab. Wenn die Ansammlung die Menge Q ist, dann sind Zahlen die Objekte, die man als Brüche bezeichnet. Wenn die Ansammlung die Menge Z5 ist, dann gibt es nur die Zahlen 0, 1, 2, 3 und 4, womit aber nicht die natürlichen Zahlen gemeint sind, die dieselben Namen haben. Ich habe übrigens vorsichtshalber Ansammlung geschrieben. Fast immer wird es um Mengen gehen, aber wir haben gerade gesehen, dass es auch bei echten Klassen wie den surrealen Zahlen vielleicht Sinn ergeben kann, sie als Ansammlungen von Zahlen zu interpretieren. Mit Zahlen muss man rechnen können. Deshalb braucht man Rechenoperationen. Eine Rechenoperation, auch innere Verknüpfung genannt, ist etwas, das zwei Zahlen eine dritte zuordnet. Mathematisch ist das, wenn wir mal die Komplikation durch echte Klassen ignorieren, nichts weiter als eine zweistellige Funktion. Entscheidend ist, dass das, was herauskommt, wieder eine Zahl im gerade aktuellen Kontext ist. Aus zwei Brüchen soll wieder ein Bruch werden. Zwei Elementen von Z5 soll ein Element von Z5 zugeordnet werden und so weiter. Meinen Studierenden sage ich immer, dass es zwei Grundrechenarten gibt und nicht etwa vier, wie sie es vielleicht mal gelernt haben. Diese beiden Grundrechenarten sind Addition und Multiplikation und dafür verwendet man die Zeichen Plus und Mal. Wenn man von Zahlen spricht, dann sollte es mindestens zwei Operationen geben, die man sinnvollerweise so benennen kann. Die Mathematik untersucht zwar auch Strukturen, in denen es nur eine innere Verknüpfung gibt, zum Beispiel Gruppen oder Vektorräume, aber deren Elemente wird man typischerweise nicht als Zahlen bezeichnen. Für die mathematisch nicht so versierten Zuschauer sei noch explizit gesagt, dass auch die Bedeutung der Zeichen Plus und Mal kontextabhängig ist. Weil Mathematiker faul sind und weil auch niemand Lust hat, Unmengen von Symbolen im Kopf zu haben,
verwendet man immer dieselben Zeichen, aber sie haben in jeder Zahlenklasse eine andere Bedeutung. 3 plus 4 bedeutet in den natürlichen Zahlen beispielsweise etwas anderes als im Restklassenkörper Modulo 5. Das ist aber nicht so überraschend, weil, wie gesagt, die Zahlzeichen selbst bereits für unterschiedliche Objekte stehen und quasi nur zufällig gleich aussehen. Schließlich gehört zu den Minimalanforderungen noch dazu, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Operationen besteht. Das ist der, den wir hier sehen und den man auch als Distributivität bezeichnet. Wenn es so etwas nicht gäbe, dann wären Addition und Multiplikation zwei Dinge, die miteinander gar nichts zu tun hätten, und man könnte die beiden Operationen auch getrennt voneinander betrachten. Fußnote für die Experten: In den Ordinalzahlen gilt im Allgemeinen nur Linksdistributivität. Ich müsste mir jetzt also eigentlich auf die Zunge beißen und sagen, dass die Forderungen auf dieser Folie zu streng sind. Andererseits sind sie wiederum zu locker, denn man kann sicher Strukturen finden, die diese drei Forderungen erfüllen, die aber niemand als Zahlenstrukturen ansehen würde. Das macht jedoch alles nichts. Als möglichst generelle Grundlage für die folgende Diskussion ist das ausreichend. Wir wenden uns jedenfalls der zweiten Frage zu. Was ist diese Null, durch die wir teilen wollen, eigentlich für ein Objekt? Man könnte nun antworten, dass doch jeder wisse, was Null ist. Aber durch die vorherigen Folien ist hoffentlich klar geworden, dass Zahlen je nach Blickwinkel ganz unterschiedliche Dinge sein können. Darum gibt es offenbar auch mehr als eine Null. Oder anders ausgedrückt, je nach Kontext nennt man mal dies Null und mal das. Das, was so genannt wird, spielt jedoch immer dieselbe Rolle. Dazu sei zuerst explizit gesagt, dass Addition und Multiplikation nicht gleichberechtigt sind. Bei oberflächlichem Lesen der letzten Folien, als von zwei Operationen die Rede war, hätte man das denken können. Wenn man jedoch genau hinschaut, dann ist die Distributivität eine Forderung, in der man Plus und Mal nicht vertauschen kann, ohne den Sinn zu verändern. Die Addition ist der Multiplikation im gewissen Sinne untergeordnet. Aus diesem Grund fordert man von der Addition in der Regel auch mehr als von der Multiplikation. Insbesondere möchte man eine Zahl E haben, die sich beim Addieren so verhält, als wäre sie gar nicht da. Sie haben vielleicht bereits gemerkt, dass ich in diesem Video versuche, nur die nötigsten Fachbegriffe zu verwenden. Für die neugierigen Zuschauer steht der entsprechende Terminus technicus in der Fußnote. Erwähnenswert ist noch, dass im üblichen Mathematikerschnack mit der Formulierung "es gibt eine" gemeint ist, dass es mindestens eine solche Zahl gibt. Man kann sich jedoch sofort überlegen, dass es mehr als eine nicht geben kann. Auch hier verweise ich auf die Fußnote. Diese eindeutig bestimmte Zahl nennt man Null. Alle Klassen von Zahlen, die wir in unserem Zoo vorhin gesehen haben, haben so eine Null. Und das, was gerade auf der Folie steht, ist ihre definierende Eigenschaft. Alle Nullen, egal ob sie natürliche Zahlen, Restklassen, Kardinalzahlen oder was auch immer sind, haben diese Eigenschaft. Und wie wir sehen werden, verhindert diese Eigenschaft, dass wir durch sie dividieren können. Dafür müssen wir von der Addition jedoch noch ein bisschen mehr fordern, was Ihnen aber hoffentlich ganz vernünftig vorkommen wird. Wenn, siehe Fußnote, a gleich b gilt, dann gilt natürlich auch c plus a gleich c plus b. Das ist noch keine Forderung, sondern lediglich eine simple Folgerung daraus, dass die Addition eine Funktion, also eine deterministische Operation ist. Wenn das nicht stimmen würde, dann würde beim Berechnen von c plus a heute dies und morgen etwas anderes herauskommen. Wir möchten aber gerne, dass auch die Umkehrung gilt. Aus c plus a gleich c plus b soll a gleich b folgen. Das kennen wir schon aus der Schule, und es dürfte wohl nicht ungebührlich sein, wenn man es von Objekten fordert, die sich gerne Zahlen nennen würden. Nebenbei wieder mal eine Randbemerkung für die Fortgeschrittenen, falls Sie sich wundern, warum ich keine inversen Elemente und Subtraktion ins Spiel bringe. So wie es hier steht, gilt das beispielsweise auch für die natürlichen Zahlen oder die Ordinalzahlen, wo es keine inversen Elemente gibt. Man sollte immer nur so viel wie nötig fordern. Und mehr werden wir ohnehin nicht brauchen. Denn bereits aus der letzten Zeile folgt, dass die 0 die einzige Zahl a ist, für die a plus a gleich a gilt. Begründung in der Fußnote, falls Sie es nicht selbst sehen. Das merken wir uns mal. Wir sind damit fast am Ziel angelangt. Um die Spannung zu erhöhen, aber auch um die Antwort zu präzisieren, möchte ich noch einmal auf die am Anfang des Videos erwähnte Frage zurückkommen. Die war nämlich etwas differenzierter als einfach nur, warum kann man nicht durch 0 teilen. In der Vorlesung, in der die Frage gestellt wurde, waren gerade die komplexen Zahlen eingeführt worden. Ich wiederhole an dieser Stelle in der Regel noch einmal kurz den Aufbau des Zahlensystems, den man hier schematisch sieht, und weise darauf hin, dass man, wenn das historisch auch nicht ganz korrekt ist, nach und nach neue Zahlen hinzufügte, weil man bestimmte Gleichungen nicht lösen konnte, von denen hier exemplarisch jeweils eine gezeigt wird.
Dabei beachtet man das sogenannte Permanenzprinzip. Man will die alten Zahlen behalten, sie in das neue Zahlensystem integrieren und man möchte die alten Rechenregeln, an die man sich gewöhnt hat, ebenfalls beibehalten. Ich erwähne dann auch, dass es durchaus faszinierend ist, dass man die komplexen Zahlen, mit denen sich alle algebraischen Gleichungen lösen lassen, dadurch erhält, dass man eine einzige neue Zahl aus dem Hut zaubert, die man i nennt, und von der man einfach postuliert, sie solle die eine Gleichung x² gleich minus 1 lösen. Den ganzen Rest bekommt man gleichsam geschenkt. Die intelligente Frage war nun, warum man das mit einer Gleichung wie 1 geteilt durch 0 nicht auch machen könne. Einfach eine weitere neue Zahl erfinden, nennen wir sie zum Beispiel unendlich, und dann sehen, was passiert. Könnten so nicht vielleicht die superkomplexen Zahlen entstehen, in denen man auch bedenkenlos durch 0 teilen kann? Die ganze Vorarbeit habe ich deshalb investiert, um zu demonstrieren, dass das nie klappen wird. Nicht durch Hinzufügen einer neuen Zahl, aber auch nicht durch ganz andere Mittel. Selbst dann, wenn wir bereit wären, auf ganz viele Eigenschaften der uns vertrauten reellen oder komplexen Zahlen zu verzichten. Solange etwas dabei herauskommen soll, das auch nur ganz vage den Begriff Zahlen verdient, geht das einfach nicht. Dafür fehlt noch der letzte Schritt. Was machen wir, wenn wir dividieren? Das lässt sich ganz einfach beantworten, wenn wir uns das Mantra, dass es nur zwei Grundrechenarten gibt, in Erinnerung rufen. Division ist keine eigenständige Rechenoperation, sondern sie ist schlicht und einfach das Gegenteil der Multiplikation. Wenn ich 42 Schokoriegel unter 7 Kindern verteile, dann bekommt jedes Kind 6 Schokoriegel. Das ergibt deshalb Sinn, weil sich, wenn jedes der 7 Kinder seine 6 Schokoriegel in einen Korb legt, wieder 42 Riegel in dem Korb befinden. Nach dem, was wir uns über die spezielle Rolle der 0 überlegt hatten, folgt jedoch, dass a mal 0 immer dasselbe wie a mal 0 plus a mal 0 sein muss. Die erste Gleichheit gilt, weil 0 dasselbe wie 0 plus 0 ist, denn 0 ist das neutrale Element, und die zweite gilt wegen der Distributivität. Aber gerade eben hatten wir gesehen, dass nur eine Zahl diese Eigenschaft hat. A mal 0 muss 0 sein, und zwar immer. Für jede Zahl a gilt das. Und es gilt in jedem halbwegs vernünftigen Zahlensystem, das wir uns überhaupt ausdenken können. Also kann es in so einem Zahlensystem keine Zahl a geben, die die Gleichung b geteilt durch 0 gleich x löst. Denn das würde a mal 0 gleich b bedeuten, aber a mal 0 ist 0. Punkt. Egal, ob Sie das Ding a oder unendlich nennen, das klappt nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn das Ergebnis der Division b geteilt durch 0 eine Zahl wie alle anderen sein soll. Sie können natürlich sagen, dass b geteilt durch 0 ein mysteriöses Ding namens Schnuffel ist, das man mit Schnuffel aber nicht weiterrechnen darf. Das wäre so etwas wie der spezielle Wert Not a Number im Fließkomma-Standard IEEE 754. Das ist aber, wie Sie wohl zugeben müssen, mathematisch nicht interessant. Ich hoffe, dass diese Argumente Sie überzeugt haben. Es gibt jedenfalls keine ernsthafte Mathematikerin und keinen ernsthaften Mathematiker, die oder der im stillen Kämmerlein versucht, das Problem der Division durch 0 zu lösen. Allen ist klar, dass es in der Natur der Sache liegt, dass es nicht geht. Zum Abschluss meiner Videos empfehle ich gerne mal Bücher. Und bei diesem Thema kommt man an einem definitiv nicht vorbei. Es heißt schlicht und einfach Zahlen und wurde 1983 von mehreren deutschen Autoren geschrieben, darunter Hochkarätern wie dem berühmten Friedrich Hirzebruch. Dass es danach noch zwei weitere Auflagen gab und es auch ins Englische und Japanische übersetzt wurde, deutet schon an, dass es sich nicht um irgendein Mathebuch handelt. Ich glaube, dass es zum Thema Zahlen nach wie vor das Beste ist, was man lesen kann. Sie müssen sich aber nicht auf mein Urteil verlassen, sondern können auch die teilweise fast hymnischen Rezensionen konsultieren. Das Buch spannt einen Bogen von den alten Hochkulturen in Ägypten und Babylon bis zu den immer noch ziemlich neuen Conway-Zahlen und geht dabei vertieft sowohl historisch als auch mathematisch auf viele der Zahlenklassen ein, die ich am Anfang des Videos kurz vorgestellt habe. Gleichzeitig bietet es für jedes mathematische Niveau etwas, weil man es nicht unbedingt von vorne bis hinten studieren muss, sondern auch zwischendurch einsteigen kann. Man kann es für wenig Geld gebraucht erwerben, der Verlag bietet es immer noch analog und digital neu an und es sollte in jeder vernünftigen Hochschulbibliothek zu finden sein. Es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu lesen, wenn man sich für Mathematik interessiert.